Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mich ja jetzt doch wieder eine Zeit lang nicht so gemeldet, aber das war vor allem wegen der Uni und ich kann jetzt wenigstens endlich verkünden, dass mein Buch zu kaufen ist. Und zwar gibt es das jetzt als E-Book auf Amazon und dadurch, dass ich bei BOD das die Printversion habe, bei Amazon, Thalia und so weiter, sollte es eigentlich auch beim Buchladen zu bestellen sein und alles, da könnt ihr es dann bekommen. Ich werde euch auf jeden Fall mal ein paar Links in die Infobox setzen. Bei Neobooks gibt es jetzt erstmal noch nicht, weil ich da noch technische Schwierigkeiten hatte. Ich schaue, dass ich die noch behebe und ich hoffe, ich habe dabei Zeit für und dass das funktioniert. Aber erstmal wird es auf Amazon sein, wenn ihr die E-Book-Version wollt. Ich hoffe, das ist in Ordnung für die meisten. Ich weiß, es gibt da mit manchen E-Book-Readern so Probleme. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es für die meisten von euch so funktioniert. Und genau, ansonsten dachte ich mir, ich gebe euch nochmal so ein paar Informationen zum Buch, die ich beim letzten Mal noch nicht gesagt habe. Falls euch eine kleine Leseprobe interessiert, ich habe den Prolog beim letzten Mal ans Ende vom Video gepackt und in die Infobox auch nochmal den Klappentext, dass ihr den lesen könnt. Eine Leseprobe wird aber bestimmt auch irgendwie auf Amazon noch sein, da könnt ihr dann noch ein bisschen mehr, erst nur den Prolog schon mal reinlesen, ob das was für euch ist. Ich habe das Cover jetzt endlich hier, das ist das hier. In der tatsächlich fertigen Version ist die Schrift also ein ganz kleines bisschen noch runtergesetzt und ja, also hier Buchrücken und hier hinten, da ist auch der Klappentext nochmal größer. Das ist nur die Version, die ich jetzt hier habe gerade, aber der Rest ist fertig, genau, und damit ihr das schon mal so gesehen habt. Das Buch hat 360 Seiten. Ich habe euch ja schon so ein bisschen was zur Story gesagt, aber nochmal kurz für die, die es interessiert. Es ist so Contemporary Young Adult, also mehr so Liebesgeschichte, Freundschaft. Es geht schon auch ein bisschen um so ernstere Themen. Es ist weniger was für Leute, die jetzt nur High Fantasy lesen oder die übelsten Horror-Splatter. Aber wenn ihr euch für diese Richtung so ein bisschen interessiert, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mal reinschaut, ob es was für euch wäre, und ich habe ja gesagt, ich werde mich nicht hinstellen und sagen, hey, es ist voll toll, lest alle mein Buch. Mir hat es Spaß gemacht, das zu schreiben, ich habe es gerne geschrieben. Ich würde mich sehr freuen, wenn es auch nur irgendeiner Person da draußen noch gefallen würde. Und ja, dann könnt ihr eben gerne reinschauen und ich würde mich da sehr drüber freuen. Genau, vielleicht zu den Preisen. Ich werde es als E-Book, wird es 2,99 kosten. Das ist so der Standardpreis, würde ich mal sagen, für E-Books. Und die Printversion wird voraussichtlich 11,99 kosten. Das muss leider so hoch sein, weil es sonst von den Printkosten her sich nicht decken würde. Es hat ja doch mit, also das geht bei BOD über die Seitenzahlen und mit 360 sind halt schon ein paar Seiten. Und dadurch kann ich es nicht wirklich billiger machen. Also ich verdiene da auch nur 1 Euro dran. Also ich habe mir da jetzt nicht sonderlich viel noch drauf gelegt. Ja, genau. Also ich hoffe, das passt für alle so. Genau, ich denke, das war es eigentlich soweit mit diesem Ankündigungsvideo. Ich wollte euch eben nur Bescheid geben, dass es jetzt soweit da ist. Wenn ich Neobooks auch noch geschafft habe, beziehungsweise dadurch dann andere Webseiten, werde ich euch das bestimmt nochmal in dem Video wissen lassen. Ansonsten hoffe ich, ich werde bald wieder neue Videos hochladen. Ich habe eins schon gedreht, das muss ich nur schneiden und ich muss auch demnächst endlich mal mehr wieder lesen, weil ich es total vermisse. Und dann kann ich hoffentlich auch wieder mehr Büchervideos drehen. Ich hoffe aber, ihr versteht alle, dass wegen der Uni oder sowas man manchmal das zuerst machen muss, weil das halt zeitlich eher wegläuft oder die Zeit knapp wird. Ansonsten, ja, war es jetzt mit dem Video. Wie gesagt, ich freue mich sehr über Feedback, falls ihr das Buch lest, ob es euch interessiert oder eben, wenn ihr einfach reinschaut mal. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich sehr bald wieder und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Tschüss!